Herzlich willkommen zur 90. Folge 7 Multiplayer mit der Felix. Guten Tag. Und irgendein Abo-Auger-Werker wird nicht mehr hergestellt. Okay. Ich schätze mal, dass das eher unwichtigere Informationen sind. Denke ich jetzt auch erstmal spontan. Du hast jetzt hier nur noch 5000 Paletten Wolle, die du noch wegtransportieren darfst. Das ist schön, dann ist da auch. Ich frage mich, warum das Wachstum so in Havelsee stagniert. Die haben noch mehr Knopfplätze zum Wachsen. Guck mal, die wachsen doch hier schon so schön darüber und können dann jetzt hier so zack auf die andere Seite rüber jumpen. Oh Scheiße, vielleicht sollen die lieber nicht auf die andere Seite rüber jumpen, weil da ist nämlich Wildberg. Ich glaube, ich habe bald eine große Stadt. Wenn das so weitergeht. Ist doch wundervoll. Naja, ob das so wundervoll ist, weiß ich nicht. Einfach einreden, dass es toll ist. Frage ist erstmal jetzt, wie baue ich denn Facher jetzt aus? Weil Facher sieht nämlich auch schon so aus, als ob die... Dann doch so... Was, mit der Zug steckt fest? Achso, das ist immer noch der da oben. Felix hat 14.000 Tonnen Schildgut zur Kokerei. Also da steht auch nichts mehr für mich. Das ist doch sehr schön. Das bei dir steht jetzt eigentlich alles, ne? So ziemlich, ja. Ja gut, außer halt die Millionen Tonnen im Getreidehof noch, komischerweise. Mhm. Die aber eigentlich... Okay, Weizen hört auf zu produzieren. Fordert jetzt nur noch massenhaft und tonnenweise Gerste nach. Und das verstehe ich halt nicht. Bringt doch da mal einfach mal schnell 700 Tonnen Gerste hin. Na toll, 180 Tonnen. Die ganzen anderen Züge da. Du hast 240 Tonnen. Du hast 210 Tonnen. Oh, ey, kann man nicht Gerste auch in so ein Schüttgut einfach Dings reinschmeißen? Nö. Das wäre langweilig. Ja, das wäre mir persönlich aber lieber. Was bist denn du hier für einer? Du willst Lachs wegbringen. Lachs haben wir nicht mehr, das ist gut. Dann stehen ihr beide da schon mal. So, die Linie hier kann mittlerweile auch abgerissen werden. Die brauche ich auch nicht mehr. Wege sind nicht miteinander verbunden. Aha. Wie gut, dass ich aber sehe, dass ihr hier miteinander verbunden seid, aber... Anzeigefehler. Ist in Ordnung. So, kann ich das Ding das hier zukippen? Weil es ist da... Wenn ich's wegmache, dann ist da... Das Gras auch weg, ne? Aber wenn ich hier zukippe, dann wächst da kein Gras mehr. Dann muss ich hier extra noch Gras pflanzen, ne? Toll, was? So noch das falsche Gras, was ich eingepflanzt habe. Aber das ist jetzt egal. Na dann. Was transportiert denn jetzt hier? Backwaren, Obst, Wolle. Was willst du transportieren? Backwaren und Bier. Was willst du holen? Achso, du bringst Backwaren hierher. Was nimmst du mit? Mehl oder was? Eier, Mehl, Zucker. Achso, Eier, Mehl und Zucker. Aber davon überall noch so viel? Kann doch gar nicht mehr möglich sein.
scheint ja schon. Oh, okay. 6.500 Mehl, 2.500 Zucker und 48 Eier. Oh. Irgendwie fehlt da so ein paar Eier. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Habe ich gerade nur, wie viele Züge hatte ich vom Frachtanleger mit Kohle da hochgeschickt? Waren das nur diese fünf, die jetzt hier stehen? Oder waren das mehrere? Ne, das waren tatsächlich nur die fünf, die jetzt hier stehen. Das reicht ja auch. Echt super, wenn ihr jetzt mal so langsam. Wie viele Getreidefahrzeuge hast du auf deiner Schiffslinie? Sekunde. Meinst du jetzt die auch wirklich Getreide bringen? Ja. 30. Okay. Habe ich auch. Und Kohle habe ich 35. Aber Kohle passt doch nicht so viel rein bei Getreide. Kokerei bestellt jetzt auch nichts mehr. Oder beziehungsweise von der Kokerei wird jetzt gerade nichts mehr bestellt. Das heißt, die Kokerei ist auch komplett vollgelaufen. Das heißt, die Kokerei bestellt auch nichts mehr. Die steht jetzt auch still. Okay. Dann sollte man das hier jetzt theoretisch in Finanzen. So langsam aber sicher merken, dass es jetzt okay, dies Jahr, letztes Jahr 14,6 Millionen, dies Jahr 17,1 Millionen bisher. Aber nächstes Jahr wird es runtergehen, ganz gewaltig runtergehen. Merkt man jetzt auch schon im Dezember. Nach knapp 1,8 Millionen in den letzten 5 Monate gibt es diesen Monat wahrscheinlich nur 300.000. Wundervoll. So, die Frage ist aber, woran liegt das? Baust du gerade irgendwas großartig um? Die ganze Stadt, ja. Okay. Dann ist auch kein Wunder, warum dann auf einmal keine Person und keine Post mehr da ist. Doch, aber eigentlich schon, aber ich baue nur eine Stadt um und nicht alle. Na gut, aber du baust die größte um, oder? Ist der nicht die größte? Ich baue die um, die meines Wissens nach den niedrigsten Umsatz hatte. Von den Linien her. Toll. Nein, das heißt aber auch, dass das die ist, wo du am wenigsten hinlieferst im Endeffekt dann. Wenn ja, die doch, am wenigsten die Geld produziert, dann heißt es im Umkehrschluss auch, dass es da am wenigsten Passagiere im Normalfall rein und raus gehen. Ich versuche jetzt aber gerade das System von dir zu verstehen. Es ist das gleiche System wie vorher, bloß dass ich die Haltestellen ungefähr jetzt 25 Blöcke auseinandergezogen habe, dass sie mehr nutzen. Also, dass die Fläche effizienter genutzt wird im Endeffekt. Und die einzelnen Haltestellen, die unten drin stehen? Das ist Abdeckung. Weil ich sonst diese eine Ecke nicht einigermaßen vernünftig abgedeckt bekomme. Da bin ich mir aber auch noch nicht so sicher, ob ich die so lasse oder ob ich das irgendwie anders noch hinbekomme. Ich war schon überlegt, ob ich die Haltestellen zusammenfasse und dann halt auf diese Mittelstrecke nur setze, also auf die, die halt wo nichts drauf ist.
weil das ja von der Abdeckungsreichweite auch reichen würde, dann würde ich schon mal die Haltestellen halbieren von der Menge her. Und sie würden nicht mehr mitten im Ding stehen. Versuche gerade zu verstehen. Die Abdeckung ist da. Ach so, ansonsten hast du da vorne so ein Dreierloch drin, ne? Richtig. Okay. Der wird so rum und der Kreis außenrum nimmt einfach nur alles mit, was da oben abgeliefert wird. Wobei beim mittleren Kreis theoretisch gesehen, wenn das Spiel schlau genug ist, nichts rausgehen sollte, weil sie es direkt zum Hauptbahnhof fahren würden. Es kommt darauf an, wo sie umsteigen. Weil welche Linie für die schneller ist. Da ist ja im Normalfall immer die beim Hauptbahnhof schneller, wenn sie direkt und nicht auf irgendeinen Zug warten müssen, aber... Richtig, genau. Wenn sie da zu lange warten müssen, dann gehen sie lieber... außenrum. So, aber ich müsste jetzt trotzdem einfach mal ganz kurz meine Linien überprüfen. Nicht die Frachtlinien, sondern die Linien. Okay, Post, Alter. Ich habe 5 Postlinien. Davon macht eine einzige Gewinn. Okay, aber Facher, die Postlinie, die habe ich ja nur, da habe ich den Zug hier nur reingeballert. Postsekretär zu machen, so, das heißt nur Details, du kannst dir dann eigentlich wieder weg, die brauche ich ja dann nicht mehr. Freie Kapazität, genau, die freie Kapazität ist da und die ist auch halt Katastrophe. Die ist halt auch Katastrophe, die läuft. Wildbergzug, eigentlich auch eine Katastrophe. Auch zu groß, Schildach ist auch zu groß. Ist eigentlich auch zu groß, auch wenn er 2 Millionen dieses Jahr gemacht hat. Okay. Der ist eigentlich auch zu groß. 100.000. Ey. 100.000 im Monat, 300.000 im Monat. Fällt jetzt aber ins Minus sozusagen. Ja gut, kann ich nicht viel daran ändern im Moment gerade. Es ist ja 20,5 Millionen an neuen Fahrzeugen ausgegeben. Wundervoll. Letztes Jahr habe ich tatsächlich sogar 239.000 Bruttogewinn gemacht. Traurigerweise. Eigentlich ein bisschen lächerlich. Ich sage mal, dieses Jahr schließe ich mit knapp 18 Millionen ab. Nur mal ganz kurz, 18 Millionen durch 12 ist ein Schnitt von 1,5 Millionen im Monat. Das werde ich nächstes Jahr definitiv nicht halten. Da habe ich
Ich denke mal, der Betriebsgewinn wird nächstes Jahr so auf so zwischen 10 und 13 Millionen liegen. Wäre jetzt so meine grobe Vermutung. Weil hier jetzt steht, ich hoffe mal, dass jetzt irgendwann Getreide steht. Jawohl, Getreide wird nichts mehr nachproduziert. So, das heißt, jetzt muss ich warten darauf, dass irgendwann mal der Getreidehof 1 leer ist, wo noch 27.000 rumstehen. Schön. Dass ich dann irgendwann mal den Hafenfrachter abbauen kann. Aber wenn ich das so richtig sehe, würde ich fast behaupten, dass der Frachthauptbahnhof zumindest was landwirtschaftliche Güter betrifft abnimmt. Aber ich kann halt nicht, ich kann halt nur so eine Gesamtzahl sehen, ne? Und da sehe ich halt, dass seit ungefähr 12 Monaten die Zahl so ungefähr bei um die 60.000 liegt. Und das dauerhaft. Aber es sollte sich ja jetzt hoffentlich nach und nach abbauen. Denke ich mal. Hoffe ich einfach mal. Hey, das Jahr ist um, glaube ich, oder? Ja. Oh nein, keine 18 Millionen geschafft. Nur 17,987. Dann schauen wir uns mal den PX Gaming an. Schienenfahrzeug Ölwagen ist verfügbar. Okay, das ist natürlich gut für Felix. Eventuell auch gut für mich, wenn der auch Milch transportieren kann, was ich aber glaube ich wahrscheinlich schon verneinen könnte. Waggons, Ölwagen, welcher war das jetzt? Ölwagen vierachsig. Nee, aber ist natürlich geil für dich. Der zweiachsige Ölwagen macht 18 Kubik Öl bei 65 km/h und der neue macht 45 Kubik Öl bei 90 km/h. Das heißt, wenn du vorher drei Züge drauf hattest, kannst du jetzt zwei runterschmeißen und einen davon drauf machen. Hast das gleiche Spielchen. Das ist natürlich für dich nicht schlecht. Definitiv. Kann man irgendwie schnell Signale entfernen, wenn man nicht sicher ist, ob hier irgendwo Signale stehen? Worum geht es? Wenn es hier irgendwo vermutlich ein Signal stehen muss, bei der Leonbergstrang 10 Halt 2 Haltestelle, weil dann Wo will der Zug. hinfahren? Er nimmt zu, schätzungsweise zu Strang 7 Halt 2. Glaube ich nicht. Ich vermute mal, dass der zu Leonberg Strang 8 Halt 3 fahren wird, weil da ist nämlich direkt vor dem Dings keine Oberleitung. Das ist auch möglich, ja. Wenn das der Zug ist, weil das Ja, ist der jetzt kann das, auch im was ich. unteren Teil stehen. Ja, der obere Teil fährt ja gerade. Dann ist das der Grund gewesen. Dann würde er gleich fahren. Oder auch nicht. Doch. Doch, fährt.
Signale schneller preisen, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, kannst du nur, indem du das Gleisabriss-Tool nimmst, weil dann macht der Gleise, Signale und Oberleitungen komplett weg. Ja, sieht ja schon mal gut aus, ne? Da geht es gleich wieder richtig rund mit Passagieren. Richtig. Das merkt man halt hier ganz gewaltig, wenn auch nur eine einzige Stadt fehlt, ne? Dass es gleich dann wirklich so extrem einbricht. Weil bei mir macht das bei den für Beförderung aus von anstatt von knapp 126.000, ist er gleich auf 95.000 unter. Nett. Ja, das macht schon einen riesen Unterschied aus. Und obwohl es halt, wie gesagt, nur eine Stadt ist, ne? So, und jetzt rastet natürlich Wildberg gerade völlig aus. Ja. Okay. Hey, alles klar, so kann man das natürlich auch machen. Man baut einfach eine S-Bahn übers Rathaus rüber. Okay. Unglaublich. Millionen hat der letztes Jahr Bruttogewinn gehabt. Das ist ja unglaublich. Und frech. Ich glaube mehr daran, dass ich für 20 Züge verkauft habe, so ungefähr. Das ist vollkommen egal, du hast 16 Mal Bruttogewinn gemacht. Wie du das gemacht hast, ist mir vollkommen egal. Na dann. Die nackten Zahlen zählen. Igitt. Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Absolut. Und so möchtest du jetzt alle Städte umbauen. Irgendwann, ja. Irgendwann. Achso, jetzt hast du erstmal nur Bock gehabt auf Leon. Ich habe Oder die ja letztes Mal Motivation. schon umgebaut, aber. Oder angefangen umzubauen, aber. Ich kann ja nichts. Ich habe das ja schon vorletzte Folge von der letzten Aufnahmesession angefangen gehabt. Aber es ist geil, ne? Ich habe für 2,5 Millionen Zeppeline gekauft. Wenn ich das ganze Ding jetzt umrechne mit dem Jahresbetriebsgewinn, den die machen, Ja. habe ich die Zeppeline in 25 Jahren raus. Ist doch gut. Also es lohnt sich sehr. Hat 1000 Betriebsgewinn gemacht, ey. In einem Jahr.
Geil. Absolut geil. Boah, aber ich verstehe jetzt gerade nicht, warum Wildberg jetzt gerade so extrem hier sagt, ah, und dich ärgere ich jetzt richtig. Ach, warum denn nicht? Aber weißt du, was ich dazu sage? Das ist egal, dass wir am Ende der Folge angekommen sind. Ah, ich ärgere zurück. Wildberg Tram 1 starten. Zack, Wildberg Tram 2 starten. So, überall noch ein Zug drauf. So. Wobei, du hast auch alles. So, jetzt fährst du nicht mehr voll. Na dann, okay, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.